Das neue Video an, das heißt, ich bedanke mich jetzt wird voll auf dem Subserver. Stimmt, der Monat wird hart, Alter. Die Zukunft von unsympathisch. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was er dazu sagen hat. Das ist jetzt gerade erst online gekommen. Das heißt, wir sind quasi die Ersten, die drauf reacten. Mal gucken. Verwirrt euch zu sehr, ne? Ihr kommt darauf gar nicht klar. Ich finde es eigentlich ein mega nices Geräusch, wenn jemand einfach ein Abo dagelassen hat, weil man sofort weiß, okay, da hat jemand gesubbt, aber ihr kommt irgendwie darauf nicht klar, Mann. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn es klopft. Ich verstehe es nicht. Ach, das klopft im Kopf vom Stream, Junge, ich bin hier fast ausgerastet. Alter, was, glaubst du, jemand klopft bei dir 5-mal und du schreist rum in deiner Bude und niemand meldet sich? Ich ja. Missbrauch Nasenspray. Es gibt so viele Möglichkeiten für einen Namen, wenn man sich einen Twitch-Account macht. Aber ich missbrauche Nasenspray. Danke für deinen Prime-Sub. Und jetzt machen wir noch ein Thema reagiert. Weiter. Worüber ich mir gestern Gedanken gemacht habe, und ich weiß, dass Bullet Edits, also Luca, nicht Fan von der Idee ist. Ich bin euch jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt 2 Strikes. Wenn der dritte kommt, ist der Kanal weg. So, der erste Strike geht weg genau in einem Monat, ja? Der zweite Strike geht weg Ende Februar. So, das heißt, wenn zwischen Januar und Ende Februar nochmal was vorkommt und ich nochmal einen Strike bekomme, bin ich nochmal 2 Wochen weg. Ey, ich... Bevor es passiert, habe ich mir halt überlegt, ich mache folgendes. Ich habe mir gedacht, ich mache folgendes. Ey, bevor ich mit dem Kanal noch mehr Kopfschmerzen habe, ich mache mir eine frische Gmail-Adresse. Ich mache einen ganz frischen Account, der nicht gekoppelt ist an Sympathisch TV oder Unsympathisch TV. Und sobald Unsympathisch TV wieder da ist, lade ich sonntags auf Unsympathisch TV für einen Monat noch hoch und sage jeden Sonntag für 4 Wochen lang, yo Leute, morgen auf meinem neuen Kanal lade ich das Video hoch und dann kommt quasi 4 Wochen lang, bis der letzte Depp es gecheckt hat, dass ich einen neuen Kanal habe, auf Unsympathisch TV ein Video und montags auf den neuen Kanal. Nach 4 Wochen übernehme ich nur noch den neuen Kanal und Unsympathisch TV. Ja. Liegt dann da, aber es ist ja, prinzipiell geht es ja einfach weiter so. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, also die Entscheidung, wenn er das denn so macht, kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Ich habe das mit KuchenTV auch schon überlegt, ob ich halt bei Kuchen dann zum Beispiel weiter Videos hochlade. Das Problem ist einfach, ja, dass ich erstmal nicht die Reichweite von Unsympathisch TV habe. Ja, also er hat ja 2 Millionen Abonnenten. So, das ist schon mal das Erste. Und er hat natürlich auch viel mehr YouTube-Kollegen und ist auch viel mehr drin. So, ich meine, er hat halt Leute wie, hier, wie heißen sie denn? InScope und so weiter noch hinter sich und ist ja halt auch mega cool mit denen so und ja, die können ihn halt alle pushen und wieder hochholen und so weiter, ne? Kennst du YouTuber, die ich pushen würden? Das ist schwierig, Mann. Ich weiß, ich habe natürlich keinen gefragt. Unge vielleicht kann ich mir vorstellen, dass der das mal sagt. Ich glaube, Tanzi könnte ich auch dazu bringen. Ja, Monte würde mir bestimmt auch helfen. Jero. Aber ich weiß nicht so, man. Das ist halt, es ist trotzdem mega risikoreich. Und das Ding ist, du wirst natürlich im Leben nicht wieder die 800.000 Abonnenten haben, die ich halt zum Beispiel hätte. So, ich würde vielleicht auf 300.000, 400.000 würde ich hochkommen. Das könnte ich mir vorstellen so. Aber dann war's das. So, und dann muss man den Kanal halt auch erstmal wieder hochbringen, ne? Und das ist natürlich schon schade. Und ich meine, ich finde auch, generell halt, ist halt dann auch so, so, du hast halt so viel Zeit und Herzblut in den Kanal gesteckt, ihr müsst euch ja echt mal überlegen, ich habe bei KuchenTV seit 2011, so, da habe ich Videos früher gemacht, also wenn ich die heute noch sehen würde, Bruder, das ist cringe, sein Vater so, ne? Aber man hat da so viel Arbeit reingesteckt und so, und dann will man natürlich den eigentlich auch behalten, so, ne? Und das ist schon der Feiergrund, dann habe ich noch 10 Abonnenten weniger. Ganz ehrlich. Wisst ihr, jetzt mal rein YouTube-technisch gesehen, natürlich hat der Kanal jetzt 2 Millionen Abonnenten geknackt. Alles mega nice. Ich freue mich auch. Ich bin ultra dankbar so generell auch für alle, für die ganze Zusammenarbeit, also für die ganze Kooperation, für die ganze Arbeit mit On Point und mit Luca. Mega, alles perfekt. Aber wenn der neue Kanal keine 2 Millionen Abonnenten knackt, so, dann ist es egal. So, weil wenn ich da aktive Zuschauer habe, dann werden die auch, wo auch Bock haben, aktiv zuzuschauen, werden ein Abonnement dalassen und werden auch dann dort aktiv die Videos schauen. Wenn ich Reichweite verliere, dann ist es nun mal so, aber ich habe es durch kontinuierliche Arbeit und durch kontinuierliche Leistung kann man Reichweite aufbauen und ich würde nicht mit YouTube aufhören, nur weil der neue Kanal, keine Ahnung, 100, 200, 300, 400, 500.000 Aufrufe macht. Ich würde einfach weitermachen, bis wirklich jeder gecheckt hat, hey, hier geht's weiter oder hier ist ein neuer Kanal. Dementsprechend aus der Sicht gesehen. Ja, ich hab heute sogar lustigerweise gesehen, dass wir ja gut gestreamt haben. Wir waren auch kurz drin. Ich weiß gar nicht wann, so 15 Uhr oder so, da hatte er 70 Zuschauer. Worauf hat er gerade reagiert? Auf Callcenter-Fun. Und es war genauso langweilig wie sonst auch. Ist mir jetzt nicht egal, dass ich einen Kanal mit 2 Millionen Abonnenten vielleicht so dann, dass ich den nicht mehr bespielen werde. Aber ja, ich würde einfach weitermachen. Vielleicht mit ein bisschen Arbeit so, weil es ist ein bisschen mit Arbeit und mit ein bisschen Glück hat man auf dem neuen Kanal vielleicht dann auch 2 Millionen Abonnenten. Plus zudem, jetzt auch mal geldtechnisch betrachtet, die wenigsten Kooperationen laufen noch über Abonnentenzahlen. So, Abonnentenzahlen, das wisst ihr genauso gut wie ich eigentlich,
sagen gar nichts mehr darüber aus, wie erfolgreich der Kanal ist. So, Abonnentenzahlen sagen nichts darüber aus, wie viele Aufrufe du hast, so, ne? So, dass Kooperationen bezahlt wurden, mal noch so mit Abonnentenzahlen, das ist schon 2 Jahre her. Kooperationen werden nur noch nach Reichweite bezahlt. Das jetzt wirtschaftlich betrachtet. Aber ja, die Ja, da muss ich sogar sagen, hast du gerade einen Strike? Nee, ich habe nur keine Partnerschaft halt, ne? Das ist das Bittere. Ja, also ich muss da halt auch sagen, ich finde das auch mega krass. Es war früher halt tatsächlich mega oft so, dass du halt einfach nicht nach den Klicks pro Videos bezahlt worden bist, sondern nach den Abonnenten. So, ich meine, da stelle ich mir aber auch die Frage, wie dumm kann denn eine Firma eigentlich sein? So, man muss doch selber sehen, okay, keine Ahnung, der Kanal hat 800.000 Abonnenten, ja, und das gucken, 5.000 Leute gucken die Videos. Ja, hier hast du 20.000, ne, du hast ja viele Abos, mach mal. Habe ich früher nie verstanden, warum so viele Firmen danach bezahlt haben. Wie gesagt, heute ist es halt gar nicht mehr so, ne? Aber damals war es echt krass. Da dachte ich mir auch so, was ist denn los mit dir, ey? Das, was ich gerade gesagt habe, diese Idee ist nur Theorie. Also, ob ich das in die Praxis umsetze, das entscheidet sich, keine Ahnung, vielleicht in den nächsten 2 Wochen. Ich weiß es nicht. Aber das sind jetzt einfach nur Gedanken so. Ich hatte React Exhibition auch wieder 420 Bits raus. Ganz im Ernst, Sascha, du hast eine der besten Communities bestehen hinter dir und sorgen dafür, dass die Kooperation. Arena Geier, 5 Euro. Gib mir 5 Euro Kuchenkrümel. Und damit spreche ich wahrscheinlich im Namen. Jo, komm, ruf mich an. Ruf mich aber auch an, dann direkt. Worte. Ich würde auf jeden Fall auch Vollgas geben, dass es funktioniert und mehr als, keine Ahnung, scheitern kann man nicht, und falls es einfach nicht so erfolgreich sein sollte, was auch logisch wäre eigentlich, abonnententechnisch betrachtet und aktivitätstechnisch betrachtet, dann ist es nun mal so, aber wenigstens kann man dann behaupten, dass man alles gegeben hat. Unterschied Abos und Reichweite, wie misst man das? Ey, Captain Pistola, das ist ganz einfach, ich mache wieder ein bisschen Mucke an, nicht erschrecken. Reichweite ist die Klicks, die deine Videos im Schnitt haben. Wenn du eigentlich einen Kanal hast, auf dem du kontinuierlich hochlädst und so deine Wenn du immer dieselbe Zuschauerschaft hast, hast du meistens nur einen Videounterschied von halt, keine Ahnung. Ist natürlich auch von Kanalgröße abhängig. Sagen wir mal, du hast einen Kanal mit 100.000 Aufrufen, dann kommt es natürlich auch mal vor, dass du 200.000 Aufrufe hast. Dann kommt es vielleicht auch mal vor, dass du 80.000 Aufrufe hast. Aber irgendwo gliedert sich das halt ein, ne? Meistens wird dann der Schnitt berechnet deiner letzten 10 Videos. Und dieser Schnitt ist deine Reichweite. Und Abonnenten sind Abonnenten, ne? 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Ich kann einen Kanal mit 4 Millionen Abonnenten haben, aber ich kann eine durchschnittliche Reichweite haben von 400.000 Aufrufen. Und das wird halt am Ende des Tages dann bezahlt. Mach Mitgliedschaft. Das bringt mir nichts. Cool, danke. Und dann noch die Anzeigedauer. Also wie lange er ist. Weiß nicht, ich bin eigentlich auch gerade mal so am Überlegen. Weil theoretisch, ich meine, das Ding ist ja wirtschaftlich gesehen, würde das für mich eigentlich auch gar keinen Sinn machen, Kuchen-TV weiterzuführen. Ich könnte eigentlich auch wirklich eigentlich auf Eikuchen weitermachen. Schaut wird. So, auf einen Kanal, der halt noch nicht zerstört worden ist. So, weil es kommt zum Beispiel bei mir, bei Kuchen-TV muss ich auch sagen, es kommt auch kein Video in die Trends. Wirklich gar nicht. Also dieses Gurkensohn-Video zum Beispiel, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, ist das Video, was in den ersten Stunden oder generell in der ersten Nacht von mir am krassesten abgegangen ist. Überhaupt. So wirklich. Es gibt kein Video, was so krass abgegangen ist wie das. Und es war nicht in den Trends. Nicht mal Platz 50 so. Kann mir halt keiner sagen, dass YouTube da nicht irgendwie was dran feilt. Ich meine, das Ding ist, die Trends sind, kannst du normalerweise halt sowieso wegwerfen, weil, also erstmal sind da irgendwie nur Hater drin, habe ich das Gefühl, weil immer, wenn ich in den Trends war, habe ich dann deutlich mehr Dislikes als Likes bekommen dazu. Aber, ja, aber trotzdem, ja, gehört das ja dann irgendwo dazu, so, ne? Ja. Würde ich sicher, ich habe das Gefühl, das kommt. Aber warum ist das? Das ist ja eigentlich kein Selbstmord, weil ich bin ja von Kuchen-TV auch gar nicht mehr abhängig, so, weißt du? Also, ich meine, ich verdiene ja mit meinem Uncut-Kanal genug. Plus, dann habe ich noch Twitch und so weiter. Also, ja. Ja, Captain Pistola, das ist tatsächlich nicht so wichtig. Ja, gut, okay, das war Bub-Videos. Vielleicht nochmal genauso abgegangen ungefähr, ne? Aber dass das halt nicht in den Trends ist, ist wirklich. Digga, hab ich. Was will ich jetzt mehr sagen? Ja, wobei. Ja, also bei Kooperationen, die halt über ein ganzes Video hinüber weggehen. Auf jeden Fall, aber da ist meistens das Konzept so, dass man halt als Zuschauer eigentlich lange gebunden ist. Wenn du 60 Sekunden Integration, so wie ich, hast, so, dann sagt der Kunde meistens zwischen Sekunde 60 und 90 will ich die Integration dann drin haben. Also dass sie da zwischen Sekunde 60 und 90 anfängt, ne? Das heißt meistens im ersten Drittel vom Video, und da sind ja eigentlich die meisten Leute am Start, außer es gibt Essen oder keine Ahnung. Bilanzgedanke für 4 Euro, wollte dir nur sagen, dass ich dich nur schaue, weil Monte nicht on ist. Ja, danke. Wie willst du deinen neuen Kanal nennen, wenn du einen neuen machst? Weiß ich noch nicht. Warum habe ich es jetzt im Hals, Alter? Das ist so unnötig. Ich weiß nicht, wie ich ihn benennen würde, ehrlich gesagt.
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also ist ja auch ein Zeichen davon, wenn ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe, dass noch nicht ansatzweise final überdacht wurde. Ja, also klar, Dislikes bringen an sich halt nur Traffic. Das Ding ist aber tatsächlich, diese ganzen... tatsächlich ist es halt aber auch so, dass du durch die Trends eigentlich gar nicht so viele Klicks machst. Also ich glaube, selbst da, wo ich sehr viele Videos hochgeladen, nee, wo ich sehr oft in den Trends war, kamen, glaube ich, auch nur 3% meiner Klicks oder sowas durch die Trends. Und das ist halt nichts so. Ne? Also klar, das sind dann vielleicht mal, gut, wie viel waren das im Monat? Vielleicht 100.000 oder so oder 150.000. Okay, klar, das ist halt nicht schlecht. So, das Ding ist, wenn ein Video trendet, also theoretisch, also mein Gurkensohn-Video, ich weiß nicht, wer da noch hochgeladen hat, aber Top 3 war das auf jeden Fall, weil jeder hat darauf reagiert, jeder hat darüber geredet. Das Video hat auch über Nacht, glaube ich, 200.000 Aufrufe oder mehr gehabt, so, was ja, wie gesagt, für mich schon mega krass ist. Und ja, da ist es dann zum Beispiel auch so, dass du halt die meisten Klicks auch gar nicht dann durch die Trends machst, sondern es wird ja auch generell darüber geredet einfach, so, weißt du, das ist ja das Ding. So, wenn ein Video jetzt mega abgeht und da sind mega die krassen Informationen oder sowas drin, dann gucken das ja Leute einfach, vollkommen egal, ob das in den Trends ist oder nicht. Deswegen bringt das halt gar nicht so viel, aber klar, man freut sich ja trotzdem. Ne, ist ja auch trotzdem cool, wenn ein Video in den Trends ist und du siehst, boah, Digga, ich bin ja gerade, ne, Platz 2 oder 1 in Deutschland, so komplett Deutsch, habe ich gerade das krasseste Video, so. Ja, auch das ist halt einfach Kacke von YouTube, ne, dass da halt Leute einfach ausgedingst werden. So, man könnte ja das wenigstens auch mal sagen, dass sie das tun. Und ist das Konzept. Ich wüsste echt nicht, wie ich den nennen sollte. Wie ist der Maxonomics so? Der ist Hammer. Also, kein Quietschen oder so, ne? Zieh nach Malta wie Anomaly und was bringt es mir? Dann muss ich ja trotzdem den YouTube-Richtlinien entsprechen. Könnte ja trotzdem dann vorkommen, dass irgendwas passiert, wo YouTube sagt so, ey, das geht nicht. Im Endeffekt kann man YouTube jetzt mal auch, um nicht nur Schlechtes zu sagen, und ich weiß, die meisten fucken das ab, wenn man nicht über irgendeine Sache komplett nur abkotzt, aber jetzt auch mal so von der anderen Seite betrachtet, es gibt so viele Leute, die YouTube mittlerweile machen, dass die das nicht mal ansatzweise zu 100% in der Hand haben können oder im Griff haben, ist eigentlich logisch so. Und die Strafen, die halt YouTube bzw. Google zahlen muss für irgendwelche Videos, die hochgeladen worden sind, die aber online gelassen haben, weil der Algorithmus die nicht erfasst hat. Wir reden halt hier über dreistellige Millionenzahlen, die an Strafen zahlen müssen. Da kann ich das natürlich schon verstehen, dass die sehr streng sind. Ja, aber es ist halt schade, dass man als Creator selber... Ja, aber trotzdem werden auch viele Videos umsonst gelöscht. Außerdem müssen die das ja auch nicht sofort, also in dem Sinne striken, dass du dann halt nichts hochladen kannst oder so. Nicht von Anfang an Leute erreicht von Google. Und wenn die halt auf einen zukommen, dann meistens nur wegen was Negativem, ne? Einfach Twitch Main. Auf gar keinen Fall. Also, so Livestream ist schon nice und so. Und ab und zu mal ganz selten so über ein ernstes Thema zu reden, ist auch nice. Aber YouTube ist halt so mein Ding, ne? On Point macht einen YouTube-Kanal, der heißt Mehr Anzeigen, ne? Dieser Kanal lädt so Twitch-Talks hoch oder ja, eigentlich, oder so Reactions. Da haben Leute geschrieben, was ich nicht verstanden habe. Da haben wir auch über eine Thematik gesprochen mit was. Ah ja, wir haben über Monetarisierung gesprochen. Und da habe ich nur mal ein Video gezeigt. Das war auch erst vor kurzem so. Lohnt sich YouTube noch Einnahmen, okay? Was da für Kommentare waren. Digga, das hat mich so abgefuckt, Alter. Wisst ihr, ich rede einfach nur über die Thematik. Jeder hat in seiner Ausbildung oder in seiner Schule irgendwelche Probleme, über die er redet. Und dann gibt es immer. Und dann, keine Ahnung, man könnte jedes Mal mit der Redewendung kommen. Aber das sind jetzt nicht wirklich Probleme. Es gibt Leute, denen geht's schlechter. So, wisst ihr, was ich meine? So, das ist einfach nur eine Sache, die ist da vorgefallen. Ich rede darüber. So, ich zwinge niemanden dazu, eine Meinung zu haben. Leute kommentieren so, ja, ich find's eh unverschämt, dass ihr dafür Geld verdient und so. Wo ich mir denke, so, hä? So, was ist das für eine Aussage? Das regt mich richtig auf, so. So, erstens, niemand hat dir gesagt, dass du dir dieses Video anschauen musst. Zweitens, ey, wenn du mir ein Brot schmierst, ja, angenommen irgendwo in der Bäckerei, ja, so, kriegst du auch mega ab, nur für das Beschmieren von dem Brot einfach Geld. So, warum, mit welcher Argumentation, mit welchem Grund kann man da drunter schreiben, so, warum verdient ihr damit Geld, ihr macht doch nur Videos. So, das hat mich richtig aufgeregt, dass manche Leute immer noch an diesem Punkt hängen geblieben sind, dass YouTuber Geld mit ihren Videos verdienen. Also es tut mir wirklich leid, also ich verstehe es nicht. Ja, es ist ja, Ria Nico sagt es halt auch, zumindest er ist so hype auf jeden Fall, richtig klar für Konzerte und so weiter, das hat man halt auch. Also ich persönlich finde halt auch also ich kommentiere öfter mal so bei der Braunschweiger Zeitung und so weiter und da ist es halt auch genau das Gleiche, dass halt, richtig viele Leute schreiben da immer drunter, ja, wieder YouTuber, geh mal vernünftig arbeiten und so. Und ich denke mir so, also das ist doch halt genauso Arbeit so. Oder beziehungsweise, ich verstehe auch solche Aussagen halt nicht. Was ist denn richtig arbeiten?
So, und Dankeschön. Aus welchem Grund soll ich richtig arbeiten? So, ja, einfach, ne? Aus welchem Grund? So, es gibt doch, so, ich verdiene halt mein Geld damit, dass ich halt Leute unterhalten kann. Ja, egal ob jetzt hier auf Facebook oder YouTube, auf Twitch, YouTube oder so, Facebook jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, das ist halt vollkommen egal. Mir folgen nur mal viele Leute so und das kann man doch zu Geld machen so. Weißt du, das ist halt einfach diese deutsche Neidgesellschaft so. Es ist halt einfach so. Weißt du, das schreiben dir halt Leute hin, die sind in ihrem Beruf, sind die komplett unglücklich. Ja, was weiß ich, die sind halt wirklich irgendwie 9 Stunden täglich auf dem Bau oder sowas oder arbeiten als Elektriker oder sonst irgendwas, ja, und verdienen da halt dann vielleicht nur ihre 1,4, 1,5, ja, und dann kommt halt ein YouTuber. Man hat ein geiles Leben, ja, man kann sich ja wirklich die Arbeit halt machen, wie man möchte. Man ist einfach unzufrieden so. Dann wirft man denen einfach vor, ja, geh du erstmal richtig arbeiten. So, das ist doch kein Argument. Also selbstständig sein ist doch viel anstrengender, als einen Job zu haben, wo du genau weißt, was du zu tun hast. So, weil wenn ich nicht, du hast feste Arbeitszeiten, du musst dann und dann da sein. Ich kann auch einfach bis 12 ausschlafen, wenn ich nicht die Willensstärke habe, so. Ja, und das ist halt so dämlich. Und ich meine auch genauso, wie unsympathisch das sagt. Also, wenn du nicht willst, dass man mit den Videos Geld verdient, so, dann ja, guck sie dir nicht an. So, dann trag deinen Beitrag dazu, dass halt keiner Geld dafür bekommt. So, das ist halt, es ist so fucking dumm, wirklich. Es ist so echt nervig. Oder halt auch dumm einfach so. Ja, genau, im Fernsehen gibt es halt auch Entertainer so. Das ist ja genau das gleiche nur halt auf YouTube so, weißt du, weil es einfach jeder machen kann. Ich verstehe diesen Hate einfach dagegen nicht. So, klar gibt es halt auch schwarze Schafe, so, aber ich meine ganz ehrlich, so ein Rezo. Oh, Dankeschön, ne, weil jetzt direkt zwei auf einmal reingekommen sind. Nehmen wir einfach mal so ein Rezo da. Rezo, ja lol, ey. Jungs, die Videos, die er da macht, die brauchen vielleicht 3 oder 4 Stunden Arbeit und er verdient damit einen Taui oder mehr. Es ist doch cool. So, es ist ihm doch komplett gegönnt. So, er ist unterhaltend, ja, er hat eine große Fanbase, das gucken Millionen von Leuten, soll er doch damit auch dementsprechend Geld verdienen, so. Das hat doch nichts damit zu tun, ob man viel Arbeit reinsteckt oder nicht. So, immer dieses, ja, du musst aber viel Arbeit reinstecken. Das ist auch so dumm. So, es zeugt doch fast schon eher von Intelligenz, dass du auch mit wenig Arbeit viel Geld machst, so. Als ob das jetzt so, vor allem, weißt du, als ob auch so der Sinn des Lebens wäre, sich auf dem Bau kaputt zu arbeiten für 1.200 € im Monat. Als ob das das ist, was so jeder Mensch erreichen möchte. Ehrlich, ich verstehe sowas nicht, Mann. Das ist halt genauso, wie wenn ich mich darüber beschwere, dass ich halt kein Partner mehr bin oder sowas, und dann schreiben mir Leute drunter, ja, dann such dir halt einen normalen Job. So, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Darf ich mich deswegen, also ich darf mich doch über YouTube beschweren und meine Situation rausbringen. Das hat doch gar nichts damit zu tun, ob ich mir einen Job suche oder nicht. Das ist, diese Leute, ehrlich, ey. Ich meine, das Gute ist, gerade Leute, die sowas schreiben, sind da weißt du ganz genau, dass sie einfach mega unzufrieden mit ihrem Leben sind, so. Und dann mal, das macht schon wieder alles wieder gut. So, weißt du? Es ist aber trotzdem, es ist echt bitter. So. Ah. So was Dummes, Alter. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Es betrifft vielleicht 1% der Leute, die das jetzt sehen, aber ich wollte genau diese Leute wollte ich kurz ansprechen. Weil ich verstehe das einfach nicht. An erster Stelle freue ich mich für Mehmet. Digga, 4. Dezember, ich bin in Buxtehude, ich sag's euch. Und ich werde mich sowas von für Mehmet freuen. Also, ich werde mich richtig für Mehmet freuen. Freust du dich schon auf den Döner bei Mehmet mit Monte? Ja, natürlich freue ich mich. Es wird Hammer. Hoffentlich kommt noch Nico mit damit. Ja, weißt du, vor allem das Geile ist auch, die Leute kommen doch halt immer mit dem Argument, ja, war ja klar, dass YouTube nichts Sicheres ist, so. Ich meine, du, weißt du, aber wenn dann, keine Ahnung, Volkswagen entlässt 1.000 Leute oder so, weil die halt wieder irgendeine Firma ins Ausland, weil die halt irgendeine Fabrik ins Ausland gestellt haben oder so, dann heulen alle wieder rum, oh, dieser böse Volkswagen, da kann man doch genauso sagen, ja, war halt nicht sicher, so. Ist doch klar, dass sie irgendwann billigere Arbeitsplätze suchen, so. Also es ist, das macht einfach keinen Sinn. Du kannst halt solche dummen Phrasen kannst du wirklich auf alles anwenden. Oder wenn Leute noch in der Textilbranche arbeiten in Deutschland, kann man auch sagen, ja, Digga, die wird schon alles die ganze Zeit in China hergestellt. Ist doch klar, dass das hier immer weniger wird. So, das ist halt, das ist so dumm. So, wirklich, ich check das halt einfach nicht, Mann. Das ist witziger. Geht ein Strike wieder weg bei YouTube oder ist der dritte wirklich der dritte, egal wann? Ein Strike, meines Wissens nach, ist 3 Monate da. Nach 3 Monaten wird er gelöscht. Wenn Strikes dauerhaft bestehen würden, wäre unsympathisch TV zu 100% nicht mehr da. Ja, YouTube hat mich hops genommen, offiziell. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich verspüre bei meiner ersten Woche, wo ich weg war, habe ich wirklich Hass verspürt und ich konnte nicht verstehen, warum. Das Ganze hat dann ein bisschen gedauert und dann war ich schon wieder beruhigt und habe auch meine Fehler eingesehen, ganz klar. Jetzt wiederum Alter, so Expo, danke für die 15 €. Vielen lieben Dank, ey. Bin ich irgendwie gar Ehre. nicht sauer. Ich bin nicht aggressiv, ich bin nicht sauer. Natürlich zerbreche ich mir meinen Kopf über die aktuelle Situation, aber ich weiß nicht, irgendwie dadurch, dass das Video einfach zur Überprüfung, dass es manuell bestätigt wurde, verstehe ich, also
keine Ahnung, habe ich einfach kein Verständnis und dadurch, dass ich gerade kein Verständnis dafür habe, ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie nicht wütend. Ich könnte auch stocksauer sein, wirklich. Glaubst du, du wirst... Jo Leute, also folgende, also Hashtag Werbung oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall die von IntoDM, die schreibt mir mal irgendwie E-Mails, das war auch so geil, ich erzähle euch kurz eine kleine Story, ich war bei Liont, ja, und ich habe kurz meine E-Mails gecheckt und die hat mir dann irgendwas geschrieben und ich habe es nur so überflogen, ich meinte dann einfach so, okay, so, ich dachte, die bietet mir halt irgendwas an, so, weißt du, und dann meinte ich so, hä, wieso, hast du irgendwas nicht abgeschickt oder so, und zwar gibt's wohl irgendwie gerade so ein, keine Ahnung, so ein Wettbewerb oder so, da machen irgendwie alle Partner mit, ich wusste das gar nicht. Die hat mir auf jeden Fall geupdatet, dass ich Platz 2 bin, der Gewinner kriegt einen 200-Euro-Gutschein. Das heißt, wenn ihr vorhabt, bei IntoDM was zu holen, ich glaube, da ist auch gerade irgendwie Black-Friday-Angebote oder so, da macht das jetzt über meinen Link, weil ich gebe die 200 Euro euch, weil ich hole mir da keine Klamotten mehr. Und wenn wir sowieso dabei sind, kann ich auch mal direkt gucken, ob ich generell noch Gutscheine habe. Ich muss nur mal die E-Mails raussuchen. Giftcard muss ich gucken. Bonus. So. Okay, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, welche ich schon weggegeben habe und welche nicht. Ich würde einfach mal welche reinhauen. Könnt ihr euch ja gönnen. Hier sind immer 25 Euro hier da. Immer 25 Euro für den US-Store ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie viel ich schon rausgegeben habe. Werde hier dann nachher auch nochmal welche reinhauen, dass ihr einen Grund habt, hier zu bleiben. Da sind erstmal 8 Stück, viel Spaß damit. Ich glaube 2, 3, 4 Stück oder so habe ich auf jeden Fall noch. Genau, und deswegen Hashtag Werbung, ne, weil es ja mein Raffling. Aufgrund deiner Größe ungerecht behandelt, wünsche dir auf jeden Fall und wünschst du dir, dass du eher kleiner geblieben wärst aufgrund deiner Vorfälle. Also ungerecht behandelt fühle ich mich nicht. Sagen wir es mal so, ich fühle mich nicht ungerecht behandelt. Ich würde mich nur gerechter behandelt fühlen, hätte ich einen besseren Kontakt zu YouTube. Ja, also wenn die schon Bedenken und Sorgen haben, warum melden die sich nicht bei mir? So, ich habe in meinem Impressum eine Mail stehen vom Management, da kann man hinschreiben und Kontakt zu mir aufbauen. So, ich kann es verstehen, es gibt wahrscheinlich noch andere im englischsprachigen Raum, wahrscheinlich tausende, es gibt auf jeder Sprache gibt es Creator, wo YouTube sich denkt, ah, Bruder, da muss ich aber echt fucking nochmal los. Aber so, meldet euch doch einfach direkt. Ja, ich weiß nicht, also ich persönlich würde mich ungerecht behandelt fühlen. Dankeschön, Besucher, für die 100 Bits. 70% der Deutschen wissen halt nicht, was gönnen ist. Lieber neidisch auf andere sein. Ja. Und dann geht das halt nicht besser. Also, dadurch wird deren Leben ja auch nicht besser. So. Keine Ahnung. Also, sie halt auch genauso. Ich meine, das habe ich jetzt zwar noch nicht gelesen. Aber zum Beispiel auch bei dem Steuervideo habe ich mir vorher auch so gedacht, ja, es werden halt wieder irgendwelche Leute kommen, die dann halt so was schreiben wie, ja, Pech, gönn ich dir und so. Wo ich mir so denke, okay, warum gönnst du mir das? Ich hab mit dir wahrscheinlich noch nie was getan, so, weißt du? Und warum gönnt man Menschen, dass es bei denen schlecht läuft? So, also sowas verstehe ich halt nicht. Naja, ja, aber ich persönlich, wann kommt der Firegun-Diss-Track morgen? Timo hat das heute nicht fertig bekommen, weil der noch ein bisschen was zu tun hatte. Morgen kommt er, genau. Und, ja, was ich dazu noch sagen wollte, also ich persönlich würde mich in seiner Situation schon ungerecht behandelt fühlen von YouTube. Vielleicht sagt er das auch nur, damit die halt so ein bisschen ja, wieder cooler sind, so, ne? Bei mir zum Beispiel, ich muss auch ganz offen sagen, ich fühle mich auch von YouTube, was KuchenTV angeht, einfach ja, unfair behandelt. So, ne? Also, meine Partnermanagerin hat ja am Anfang, wo die mir halt noch geantwortet hat, hat die mir gesagt gehabt, ja, ich habe das weitergeschickt und so, ne, und die meinen auch cool, ne, ich habe ja voll viele Videos bearbeitet und so, umbenannt, rausgenommen und so. Und eigentlich habe mich ja wirklich halt drum gekümmert, so, und die wissen das ja auch, die aus den USA wissen das. Und trotzdem dauert das halt 6, 7 Monate, weil die da halt überhaupt keinen Fick drauf geben. So, und da denke ich mir doch selber so, ey, was soll das? So, ganz ehrlich, das ist doch einfach scheiße. Ja, und ich meine, genauso würde ich mich als unsympathisch TV-Scheiße fühlen. So, dass dieses Strike-System komplett überholt ist, das sieht jeder, der ein minimal Intelligenz besitzt, der weiß das einfach. So, man muss nicht ständig alles irgendwie wegstriken. Ich meine, überleg mal, wie viele Videos hat unsympathisch TV? Lass ihn 400 oder 500 haben. So, und ich meine, das mit der Zigarette, das ist ja auch nichts, wo man vorher wissen hätte können, okay, das wird gestrikt. So, von dem, da findest du doch bestimmt 6, 7, 8 Videos oder so, die gesperrt werden können. So, und dann wäre der Kanal zweimal weg. So, das ist lächerlich, dieses System. Das ist einfach, was mich am meisten traurig macht. Ey, ich könnte in 3 Wochen ein Video hochladen sonntags. Das könnte manuell überprüft geworden sein. Also es könnte manuell einfach durch manuelle Bestätigung grün sein. Und eine Woche später kriege ich deswegen einen Strike und mein Kanal ist weg. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, willst du wirklich einen komplett neuen Kanal aufmachen? Deine Abos, Views laufen gerade so mega nice. Wie gesagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn ich kontinuierlich auf einem neuen Kanal hochladen würde,
und da dranbleiben würde, dass ich mit ganz viel Glück und mit Können dort eine bestimmt ansatzweise genauso eine Reichweite aufbauen kann, mit der ich, auf die ich sehr stolz sein kann, wie jetzt auf Unsympathisch TV. Bin ich mir sicher. Und auch wenn die Videos weniger Klicks haben, dann ist es in Ordnung. Dann werde ich halt so hochladen und so viel dafür geben, dass es genau dann gleich wieder ist wie jetzt gerade. Hallo! Wenn ich hier schon lese, hör nicht auf. Ich sag gerade, ich würde alles dafür geben, dass einfach so alles dafür läuft. Ich höre auf gar keinen Fall auf. Nur es müssen Lösungen gefunden werden, falls man einfach nicht so weitermachen kann, wie es jetzt gerade läuft. Ich meine, ich könnte ja, wenn ich einen neuen Kanal mache, habe ich auch andere Möglichkeiten, was Videos angeht. Nicht, dass ich würde eBay Kleinanzeigen weitermachen. Ich würde auch deinen Beichtstuhl weitermachen, würde aber auch schon deinen Beichtstuhl von mir selber aus auf 18 Jahre stellen, dass nur 18 oder älter. Wenn man 18 oder älter ist, sich die Videos anschauen kann. Oder ich muss leider in die Musikbranche einsteigen und muss Songs hochladen und. Naja, er ist ja von YouTube nicht gesperrt. Er ist ja nur. Wie soll man sagen, er ist nicht gesperrt, sondern er ist. Er hat ja nur 2 Strikes. Und ich glaube, man darf sogar weitermachen, man darf dann halt nur nicht auf dem Kanal weitermachen. Auf Twitch ist es so, wenn du gesperrt wirst, darfst du hier wirklich gar nicht mehr streamen. Auch du darfst hier keinen neuen Kanal oder sowas machen. Aber soweit ich weiß, auf YouTube nicht. So, weil ich bin jetzt auch kein Partner mehr und ich kriege ja auch Geld mit den anderen Kanälen und so. Das ist irgendwie. Also YouTube hat auf jeden Fall eine coolere Dings. Also ich glaube, wenn du so ein Jo-Olli bist oder so, ich glaube, das würde immer wieder gestrikt werden, weil du da wirklich eine krasse Person bist. Aber sonst, glaube ich, machen die das eher so videoabhängig. Muss sagen. Kanalabhängig. Hey Leute, wenn ihr schlafen geht, macht euer Handy auf so leise wie möglich, Dauerschleife und hört über Nacht meinen Song. Was ist passiert im Schnelldurchlauf? Oh, Digga. Nee. Pass Broadcast, bitte. Oder Video auf mehr Anzeigen am Sonntag. Ey, on point, das ist es. Wir laden einfach auf mehr Anzeigen. Danke, Odi, auf deinen Nacken. Ey, Bruder, ich danke dir. Unge mit seinen, ich hoffe, du hast Videos es über Geld. Meinen Link geholt. Ey, das meint, es stimmt allerdings. Ja, mit dem Code KUHNEV spart ihr auch nochmal 10% übrigens. Nicht mal. Ich schwör's euch, das stört mich nicht mal. Aber nee, jetzt mal ganz kurz nochmal zum Thema, dass wenigstens Simon mit den Videos Geld verdient. Ey, da freue ich mich echt. Das finde ich Hammer. Ich hab dagegen gar nichts. Ich finde es echt super. Wenigstens einer. Der verdient mit seiner 10er CPM mit einem Video so viel wie du in einem Monat, Herr Piz. Fucking amazing. Leute, checkt auf jeden Fall meinen Reaction-Kanal mehr Anzeigen aus. Für ein besseres Leben. Für mich zumindest. Also wenn ich Unge wäre, ich will jetzt Unge natürlich nicht sagen, dass er es machen soll. Vielleicht sieht er das Video ja. Man könnte ja so fair sein, wenn man auf Leute wie KuchenTV reactet, dann gibt man den einfach mal 10% der Einnahmen ab. Der ist echt auch krass. Weißt du, 10% wären, wenn er die gleiche CPM hat, einfach trotzdem 1200 Euro. Der, das verdient so ein Sozialassistent im Monat. Und er fährt, das sind 10% seiner Videoeinnahmen von einem Video. Und bei ihm kommen ja irgendwie 2 oder 3 am Tag oder so. Es ist heftig, Mann. Ehrlich, es ist krass. Ich finde, ich gönne ihm das komplett. Das soll jetzt gar nicht so. Ich finde das einfach krass, in welchen Dimensionen man damit einfach verdienen kann. Das müsst ihr euch wirklich mal überlegen. So vor 15 Jahren gab es diesen Berufsstand einfach noch gar nicht. So, da konntest du nicht einfach mal ein paar Videos hochladen und so ein Geld verdienen. Und heute kannst du damit Millionär werden. So, es ist krass. Mal gucken, was es noch alles gibt, womit man Geld verdienen kann. Vielleicht ja irgendwas, was ich kann, dumm rumsitzen oder so. Wann gehst du denn zu Unge? Ich wollte ehrlich gesagt vom 1. bis zum 7. nach Madeira fliegen. Jetzt bin ich gerade ganz froh, dass ich den Flug noch nicht gebucht habe, weil durch die aktuellen Vorfälle kann ich auf gar keinen Fall am Sonntag, das wäre nicht diesen Sonntag gewesen, fliegen. Und ich wollte auch eine Woche bleiben. Jetzt glaubst du, wie viel Abos Unge hat? Boah, ich kann mir schon vorstellen, über 3 Millionen auf jeden Fall. Er hat mal in irgendeinem Video, glaube ich, hat er 2,6 oder so mal gesagt gehabt, oder? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube locker 3, 3, 5, 4. Also du musst dir überlegen, er ist ja wirklich gerade so der gehypteste ever. So, der ist ja wirklich der gehypteste. Es ist halt echt schwer zu sagen, weil gucken dann 4, 4,8 kann. Es ist ja echt geil, wenn er das wieder öffentlich stellt, mal so einen Tag oder so, und dann ist er einfach so der meistabonnierteste deutsche YouTuber. So, dann hat er so 5,5 Millionen oder so. Dann, oh, ja, schon heftig, ne? Finde ich echt krass, wie der so. Ja, so abgegangen ist, ey. Unge will sich diesen Monat noch releasen. Ach echt, hat er gesagt? Okay, das wäre mega cool. Fliege ich Mitte Dezember, fliege auch höchstwahrscheinlich unter der Woche und bleibe auch nicht 7 Tage, sondern nur 4. Ja. Aber wann genau gibt's jetzt noch kein Datum. Ich muss nachher mal mit Simon FaceTime. Ja, auf jeden Fall. Ich feiere den Kanal für keine Ahnung. Ich finde diese Streaming-Sachen, also die der OnPoint hier hochlädt, finde ich tatsächlich ziemlich cool. Muss ich sagen, danke Mori für den Euro. Feiere ich tatsächlich, ne? Sowas, also diese ganzen Real-Life-Stories und so weiter, finde ich eigentlich sogar sehr unterhaltend, den Kanal. Kann man auf jeden Fall mal ein Abo dalassen.